In diesem Slidecast stellen wir Ihnen den Prozess der Arzneimittelentwicklung vor. Sie lernen, was Arzneimittel sind, welche Voraussetzungen für die Arzneimittelentwicklung nötig sind und wie neue Arzneimittel entwickelt werden. Der Arzneimittelbegriff ist in § 2 des Arzneimittelgesetzes definiert. Dort heißt es: Arzneimittel sind Stoffe oder Zubereitungen aus Stoffen, die als Mittel mit Eigenschaften zur Heilung oder Linderung oder zur Verhütung von Krankheiten oder krankhafter Beschwerden bestimmt sind oder die im oder am Körper angewendet oder einem Menschen oder einem Tier verabreicht werden können, um entweder die physiologischen Funktionen wiederherzustellen, zu korrigieren oder zu beeinflussen oder eine medizinische Diagnose zu erstellen. Bis zur Zulassung eines Medikamentes dauert es im Durchschnitt 12 bis 13 Jahre. Vor dem Start der Arzneimittelentwicklung muss zuallererst herausgefunden werden, für welche Krankheit ein Medikament entwickelt werden soll. Dabei spielen Fragen wie folgende eine Rolle. Zum Beispiel: Für welche Krankheiten ist eine Zulassung neuer Medikamente nötig oder sinnvoll? Gibt es neue Erkenntnisse, aufgrund derer man wirksamer in einem bestimmten Krankheitsverlauf eingreifen kann? Weiß man, für welche Krankheit ein Medikament entwickelt werden soll, beginnt die Forschung an Substanzen. Im Schnitt wird dabei an 5.000 bis 10.000 Substanzen geforscht. Davon wird im Schnitt nur ein Medikament am Ende der Entwicklung zugelassen. Bis dahin müssen Substanzen verschiedene Phasen durchlaufen. Zu Beginn erfolgt zunächst die Forschung an Substanzen. Anschließend folgt die vorklinische Entwicklung sowie die verschiedenen klinischen Phasen der Prüfung. Schließlich wird für 1,1 Medikamente eine Zulassung beantragt, wovon ein Medikament zugelassen wird. Der gesamte Entwicklungsprozess kann dabei schnell über 1 Milliarde Euro kosten. Wir wollen nun auf die einzelnen Entwicklungsphasen detaillierter eingehen. Die Forschung an Substanzen ist die erste Phase. Jedes Medikament hat als zentralen Bestandteil einen Wirkstoff, also einen Stoff, der im Körper eine heilende oder lindernde Wirkung erzielt. Um einen Wirkstoff für ein Medikament zu finden, muss man wissen, für welche Krankheit oder biochemische Abweichung im Körper man einen Wirkstoff benötigt. Normalerweise müssen Forscher eine Krankheit sehr gut verstehen, um eine Stelle zu finden, an der ein Wirkstoff eine Krankheit angreifen kann. Diese Stellen heißen Targets. Targets sind meist Enzyme oder Rezeptoren. Da nur an wenigen Molekülen ein Wirkstoff eingreifen kann, ist es schwierig, solche Targets zu finden. Ist ein Target gefunden, wird nach Wirkstoffmolekülen gesucht, die auf das Target einwirken können. Kleinste Proben chemischer Substanzen werden am Target getestet. Gibt es eine Wechselwirkung, so ist eine Leitstruktur gefunden. Die gefundenen Substanzen werden nun immer wieder abgewandelt, Labortests unterzogen und in Tests im Reagenzglas und mittels Computersimulation weiter optimiert, bis sie eine gute Wirksamkeit gegen die Krankheit darstellen. Die meisten Substanzen werden in dieser Entwicklungsphase aussortiert. Effektive Substanzen, die sich in diesem Prozess bewähren, sind mögliche Wirkstoffkandidaten und gelangen in die vorklinische Entwicklung. Die Phase der vorklinischen Entwicklung wird auch präklinische Entwicklung genannt. In der vorklinischen Entwicklung wird nun die Wirksamkeit und Verträglichkeit des Wirkstoffkandidaten geprüft. Dies geschieht durch Computersimulation und Tests an Zellkulturen sowie in Tierversuchen. Dabei wird zum Beispiel geprüft, ob der Wirkstoffkandidat giftig oder schädlich ist, Krebs auslöst und das Erbgut schädigt oder verändert. Nur Wirkstoffkandidaten, die sich auch in Tierversuchen als unbedenklich gezeigt haben, kommen in die nächste Phase der Erprobung der Substanz in einer klinischen Prüfung am Menschen in Frage. Die klinische Prüfung muss von der zuständigen Bundesbehörde genehmigt werden. In Deutschland ist das je nach Substanz das Bundesinstitut für Arzneimittel oder das Paul-Ehrlich-Institut. Zudem muss die zuständige Ethikkommission der Studie zustimmen. Bei einer positiven Nutzen-Risikobewertung in der vorklinischen Entwicklung wird eine Genehmigung erteilt. Innerhalb der klinischen Prüfung wird der Wirkstoff das erste Mal an wenigen gesunden Menschen erprobt. Die Testpersonen müssen der Teilnahme an der Studie einwilligen und über Ablauf und Risiken der Studie aufgeklärt werden.
Die Ergebnisse der Studie sollen vor allem Rückschlüsse zur Verträglichkeit des Medikaments geben. Die Wirkung von Arzneimitteln auf den Körper ist die Pharmakodynamik. Die Gesamtheit aller Prozesse, denen ein Arzneistoff im Körper unterliegt, heißt Pharmakokinetik. Ist die Krankheit, für die der Wirkstoff entwickelt wurde, extrem selten oder schwerwiegend oder wird mit sehr starken Nebenwirkungen gerechnet, können die Studiengruppen auch aus Patienten mit Indikationen bestehen. Ist die erste Studie ohne Komplikation verlaufen, wird der Wirkstoff in der zweiten klinischen Prüfung an wenigen Patienten entsprechender Indikation erprüft. Im Idealfall sind die Teilnehmer der Studiengruppe monomorbid, das heißt, dass sie nur an einer Krankheit leiden und zwar an der, auf die der Arzneistoff wirken soll. Meist handelt es sich um kontrollierte Studien. In kontrollierten Studien gibt es eine Studiengruppe und eine Kontrollgruppe. Die Kontrollgruppe wird mit dem bis dahin wirksamsten Medikament oder mit einer Scheinintervention, zum Beispiel einem Placebo, behandelt. Die Studiengruppe erhält den neuen Wirkstoff. Diese Phase dient dem Nachweis der Wirksamkeit und der Dosis-Wirkungsbeziehung. Schließlich wird der Wirkstoff in der dritten klinischen Phase an vielen Patienten mit entsprechender Indikation erprobt. Diese Patienten dürfen auch multimorbid sein, das heißt mehrere Krankheiten gleichzeitig haben. Diese Phase soll einen Nachweis über die therapeutische Relevanz erbringen, also einem erweiterten Wirkungsnachweis, und sammelt Informationen zur Wirksamkeit, Verträglichkeit und Nutzen-Risiko-Abwägung. Auch hier werden meist kontrollierte Studien durchgeführt. Wurde die Nutzen-Risiko-Abwägung positiv beurteilt, kann die Zulassung des Medikaments bei der zuständigen Behörde beantragt werden. Im Idealfall führt dies dazu, dass das Arzneimittel in einem oder mehreren Staaten zugelassen wird. In diesem Slidecast haben Sie gelernt, was Arzneimittel sind, wie neue Arzneimittel entwickelt werden und welche Phasen ein Arzneimittel bis zur Zulassung durchläuft.